Jo, Servus und willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 20 SC Freiburg Karriere. Wir machen heute weiter, nachdem mal wieder sehr viel Stress ansteht. Und ich muss es leider einfach sagen, und das wird in den nächsten Wochen leider nicht anders sein, denn die Uni bzw. mein Studium macht mir zu schaffen. Ich habe jetzt dank dem Corona-Semester, wie ich es gerne nenne, habe ich jetzt insgesamt, ich sag mal, 7 Abgaben plus 4 Klausuren innerhalb von 5 Wochen. Also das ist echt stressig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das schaffen soll. Es wird das Anstrengendste sein, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe, was Schule angeht. Und ich hoffe, ich überlebe das Ganze. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Wir machen heute weiter. In der letzten Folge gab es das erste Europa-League-Spiel. Wir haben leider immer noch keinen Sieg auf der Tasche oder in der Tasche, wie auch immer. Oder in der Hand, wie auch immer. 3 Unentschieden, 2 Niederlagen. Und in der Europa League gab es ebenfalls ein Unentschieden. Das erste Spiel gegen Saloniki ging 1-1 aus. Was ziemlich ärgerlich war, weil wir eigentlich hätten gewinnen müssen. Wir haben gegen die Hertha, glaube ich, gespielt. Ich bin mir da auch nicht mehr so sicher, weil es halt auch wieder gefühlt eine Woche her ist. Mittlerweile habe ich ein bisschen angefangen zu streamen. Ich denke, darauf werde ich jetzt in den nächsten Wochen auch wahrscheinlich eher bauen, weil das einfach viel einfacher ist. Wir haben gegen die Hertha verloren und ich glaube dann gegen Mainz 1-1 gespielt. Okay. Wie gesagt, ich weiß es nicht mehr so genau, aber was auf jeden Fall klar ist, wir haben immer noch keinen Sieg und wir brauchen einen Sieg und das ist ganz wichtig. Wir sind immer kurz davor, wir spielen immer ganz gut und es mangelt so ein bisschen an der Chancenverwertung, das kann ich sagen. Wir versuchen heute unser Bestes, wir haben ja zum Beispiel auch Hannover dabei, das ist auf jeden Fall ein sehr machbares Spiel. Die anderen beiden werden eher schwierig, weil wir gegen die Bayern und gegen Arsenal spielen, aber naja, mal gucken. Es wird interessant, denke ich, und ich denke mal, wir fangen einfach mal an. Und bevor wir in das Spiel gegen die Bayern gehen, möchte ich ganz kurz an dieser Stelle sagen, wir haben speziell Trikots an dieser Stelle für diese Folge. Und ich denke mal, es sollte jedem klar sein, dass Rassismus definitiv scheiße ist. In jeglicher Art und Weise. Also unabhängig der Hautfarbe oder den Hintergrund jedes Einzelnen. Es ist einfach scheiße. Man muss es einfach so sagen, wie es ist. Und deswegen werde ich das gleiche machen wie auch Eintracht Frankfurt und ich habe extra deswegen Trikots dafür gemacht, beziehungsweise ich habe einfach den Sponsor geändert. Ich denke, Bauhaus ist okay damit und das halt auch für wirklich jedes Trikot, also von dem SC Freiburg. Und das werden wir in dieser Folge komplett durchziehen mit den 3 Spielen, die wir haben. Soll einfach ein Zeichen sein und spiegelt auch meine Meinung wider. Der FC Bayern München ist zu Gast im Schwarzwaldstadion. Der Rekordmeister und Meister der vergangenen Saison trifft auf den SC Freiburg. Und das Ganze hatten wir schon mal in dieser Saison im Supercup. Und da gewannen die Bayern am Ende auch verdient. Ich glaube, ein 2:0 war es an dieser Stelle, wenn ich mich richtig erinnern kann. Robert Lewandowski, natürlich ganz gefährlicher Mann da vorne. In echt fehlt er jetzt. Neben Thomas Müller gegen Gladbach. Und wie wir hier sehen können, eine echte schwierige Aufgabe für den SC Freiburg, die erst 2 Tore in dieser Saison geschossen haben, die Bayern erst 1 kassiert. Das wird eine interessante Begegnung, vor allem für den Stürmer heute an diesem Tag des SC Freiburg, auf den wir gleich nochmal zurückkommen werden. Natürlich steht dieser Spieltag oder die nächsten Spieltage im Zeichen des Antirassismus-Thema. Und der SC Freiburg, der hat sich dafür stark gemacht, den Sponsor dafür zu ersetzen. Ich denke, das ist völlig legitim und sollte auch unterstützt werden. Und dann kommen wir mal zu den Aufstellungen. Schwolo im Tor beim SC Freiburg. Dann haben wir die Viererkette mit Günther, Heinz, Mühl und Agu. Doppel-6 mit Dorsch und Koch. Da wird ein bisschen geschont. Ampo, Mahaberer und Kwon im Mittelfeld. Und ganz vorne, wie gerade angesprochen, Ronny Zimmermann, der auch vor 2 Jahren sein Debüt gegen die Bayern gab. Zwar auswärts, aber er steht heute in der Startaufstellung. Neuer bei Bayern im Tor. Dann haben wir die Viererkette mit Alaba, Hernandez, Süle und Kimmich. Dann geht es weiter mit Martinez, Goretzka und Kovacic. Und dann haben wir 3 richtig gute Männer da vorne mit Coman, Lewandowski und Ziyech. Kulaschi auf der Bank, vielleicht überraschend. Und dann kann die Partie auch losgehen. Freiburg in Rot und Schwarz gegen die weiß gekleideten Gäste aus Bayern. Wird eine schwierige Aufgabe heute für den SC Freiburg. Keine Chancen in Halbzeit 1, 0:0 an dieser Stelle. Ordentliches Spiel der Freiburger. Und von den Bayern ist bisher noch nicht viel zu sehen gewesen. Gucken, ob sich das in Halbzeit 2 ändert. Coman. Zimmermann. Legt den Ball ab für Ampomar. Der ist schnell. Das hat er schon gezeigt in dieser Saison. Ampomar gegen Süle. Er grätscht und er fällt. 11 Meter für Freiburg. Und gelb für Niklas Süle nach diesem Foulspieler Nana Ampomar. Das gibt 11 Meter und den kann man so geben. Natürlich hat er da das Nachsehen im Laufduell, aber Grätsche kommt von der Seite. Trifft nur den Mann. Das kann man so geben. Und deswegen gibt es Elfmeter für Freiburg.
Metscher hat gegen Saloniki verschossen. Schafft es Kwon gegen Manuel Neuer? Kwon gegen Manuel Neuer verschießt! Und zwar deutlich. Elfmeter und Freiburg bleibt eine Sache für sich. Goretzka kriegt den Ball zu Kovacic. Der geht da an Mühl vorbei. Wieder Leo Goretzka! Der hatte schon im Supercup gezeigt, dass er gefährlich ist. Und hier bringt er die erste Chance für die Bayern. Vasiliadis ist in der Mitte. Doppelpass mit Ampomar. Ampomar ist wieder auf und davon. Gegen Kimmich. Ampomar. Nana Ampomar. Bleibt im Ballbesitz. Flanke von Ampomar. Und das ist gut. Haberer. Die erste Chance aus dem Spiel heraus für den SC Freiburg, nachdem Nana Ampomar da auf der linken Seite Kimmich entwischt, der ihn wieder einfangen kann. Und dann bleibt er im Ballbesitz, schlägt die Flanke Richtung Mitte, findet da Haberer und der macht das da ganz gut. Wieder mit Vasiliadis. Guter Ball für Niklas Dorsch. Niklas Dorsch und der Scheider dann Neuer. Gibt den Ball her, Nana Ampomar mit dem Fehler. Goretzka. Mit dem Zuspiel für Icardi! ...93. Minute, die Bayern mit dem glücklichen Händchen. Ist das bitter. Nana Ampomar mit dem dicken Bock in der eigenen Hälfte und dann ist mal wieder Leon Goretzka beteiligt an diesem Treffer. Bringt hier die Vorlage und Icardi zerstört diesen Traum von dem Punkt für den SC Freiburg, der hier mehr als verdient war. Ganz, ganz bittere Geschichte. Und das war's. Die Bayern duseln sich hier zum Sieg. Anders kann man das nicht hier sagen. 1:0 am Ende durch den Last-Minute-Treffer von Mauro Icardi. Und damit bleibt der SC Freiburg hier weiterhin ohne Pflichtspielsieg in dieser Saison. Wobei man sagen muss, ein Sieg war hier definitiv drin. Und ein Punkt war auf jeden Fall verdient. Am Ende geht der SC Freiburg leer aus und man wartet weiterhin auf den ersten Dreier. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Nach 6 Spielen immer noch kein Sieg. Müssen Sie nun zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen, um diese Krise zu beenden? Ganz ehrlich, nennen Sie es, wie Sie wollen. Wir haben bisher immer guten Fußball gespielt, hatten aber allerdings Pech. Meiner Meinung nach. Der FC Bayern München konnte in der letzten Sekunde den Siegtreffer machen und dieses enge Spiel für sich entscheiden. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Das war Pech heute. Die Jungs haben gut gespielt und normalerweise gewinnen wir so ein Spiel auch. Schade, dass es heute nicht geklappt hat, aber das müssen wir nun abhaken und in den nächsten Spiel besser machen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Was soll ich dazu sagen? Es ist einfach mal wieder so richtig blöd gelaufen an dieser Stelle. Also den Elfmeter, ja gut, ich habe da zu lange gebraucht. Ganz ehrlich. Okay, geht auf meine Kappe. Dann, haben wir eigentlich das bessere Spiel gemacht. Mal wieder. Wir waren die bessere Mannschaft. Wir hätten gewinnen müssen. Eigentlich. Oder zumindest einen Punkt holen müssen. Aber dann kommen die Bayern wieder in der letzten Sekunde an und machen da das Tor. Also, was soll ich sagen? Also, das ist Pech, ganz ehrlich. Also, bis jetzt, wie diese Saison abläuft, ist einfach nur Pech. Und das ist auch eigentlich nicht direkt vergleichbar mit der letzten, weil in der letzten haben wir wirklich auch zum Teil überhaupt nicht gut gespielt. Aber, wie gesagt, es ist eine Frage der Zeit, bis der erste Sieg kommt. Mal gucken, vielleicht ist es gegen Arsenal schon soweit, ich weiß es nicht, vielleicht auch erst gegen Hannover, aber wie gesagt, wir spielen immer gut, aber haben das größte Pech, was man sich erlauben kann. Dann nehmen wir den Trainingseinheit mit. Fiete Kraft verbessert sich auf eine 71, hat mittlerweile einen ordentlichen Marktwert, der Junge. Also glaubt irgendwas um die 3 Millionen herum. Auf jeden Fall macht er sich eigentlich ganz gut, auch wenn er bis jetzt noch nicht zum Zuge kam in dieser Saison. Das wird sich bestimmt noch ändern und ich bin fest davon überzeugt, dass er seine Zeit auf jeden Fall noch bekommen wird. Okay, welcome everyone. We're now ready to start taking questions. Der Europa League Auftakt ist Ihnen misslungen. Schaffen Sie heute den ersten Sieg? Das nächste Spiel wird schwer, keine Frage. Aber wir haben hart trainiert und werden Bestleistungen abrufen. Wege zu, Sie gelten im Spiel gegen den FC Arsenal eher als Außenseiter. Wird es daher großflächige Änderungen in der Startelf geben? Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Wir müssen Konstanz und Ruhe in unser Spiel bringen. Großflächige Änderungen sind nicht immer das Beste. Wer die richtige Spielweise finden will, der braucht halt Zeit. Freiburg ist aktuell außer Form. Was sind die Gründe dafür? Schwer zu sagen. Wir arbeiten im Training und hinter den Kulissen hart, um besser zu werden. Arsenal London gegen den SC Freiburg. Der zweite Spieltag in der Europa League Gruppenphase steht an in Gruppe B.
Und der SC Freiburg, wie gerade eben schon gesagt, zu Gast in London. Die Gunners haben am vergangenen Spieltag ordentlich gepunktet, beziehungsweise ordentlich getroffen. Gegen Norrköping gab es einen 5:0-Sieg. Und währenddessen gab es für den SC Freiburg ein eher unglückliches 1:1 gegen Saloniki, wo man auch einen Elfmeter verschossen hatte. Man war die bessere Mannschaft, aber konnte die Chancenverwertung nicht 1:1 umsetzen. Und hier haben wir die Ausstellung von Arsenal. Leno, Tierney, Mats Hummels ist mittlerweile da. Longley und Maitland-Niles. Doucouré, Torreira, Saka, Özil, Pepe und ganz vorne Aubameyang. Ganz gefährlicher Mann. Kam ja vom BVB auf die Insel. Und beim SC Freiburg sieht das Ganze so aus. Wir haben Schwolo, Günther, Heinz und Mühl neben Agu. Fein und Basilialis kommen beide neu in die Startelf rein. Ampomark von Haberer und ebenfalls neu in der Startelf Lukas Metscher. Beim SC Freiburg gleiche Formation wie auch in den vorherigen Spielen in dieser Saison. Der Schiedsrichter hat angepfiffen, die Gunners in Rot und Weiß gegen die schwarz-grün gekleideten Gäste oder schwarz-neon gekleideten Gäste aus Freiburg. Platz für Haberer und der sieht da Metscher. Metscher ist durch vor Leno, 1:0. Die erste Möglichkeit für den SC Freiburg, die sitzt 1:0 durch Metscher. Neu in die Startelf gekommen für Ronny Zimmermann, der seine Sache gegen die Bayern eigentlich ganz gut gemacht hat. Hier dreht sich Vasiliades richtig gut weg, nimmt dann Haberer mit und Metscher nimmt dann den Laufweg durch Hummels und Longley und ist da vorbei, schiebt die Kugel zum 1:0 ein in die lange Ecke vorbei an Bernd Leno, ehemaliger Leverkusener, und bringt die Führung herbei. 1:0 Freiburg. Das ist doch mal ein Auftakt, wie Seno Veretu das doch sehen will. Sieht da Adrian Fein. Und Fein hat Platz und trifft die Latte. Die nächste Möglichkeit für den SC Freiburg, das nächste Ausrufezeichen in diesem Spiel. Sie machen es ganz gut bisher. Diesmal Einwurf Günther mit Ampomar. Günther mit der Flanke und die landet bei Metscher. Per Kopf geht der Ball, aber dann doch relativ harmlos am Kasten vorbei. Trotzdem ordentliche Möglichkeit für den SC Freiburg. Nimmt doch mal Pepe mit. Flanke von Pepe, Özil und Schwolo kommt raus. Die erste ansatzweise gute Möglichkeit für Arsenal. Macht seine Sache sehr gut bisher beim SC Freiburg. Günther, gutes Zuspiel für Ampomar. Der ist auf und davon. Ampomar mit der Flanke Richtung zweiter Pfosten. Und dann blockieren sie sich gegenseitig. Kwon mit dem Abschluss, aber Haberer ist noch dazwischen. Sonst wäre das hier sehr gefährlich geworden. Nochmal hinten herum mit Fein und Agu. Fein mit dem Pass auf Metscher. Wieder Fein. Und im Zuspiel für Yannick Haberer. Und auch den hätte er wahrscheinlich in der letzten Saison noch gemacht. Und hier vergibt er diese Riesenmöglichkeit. Und das war's. Freiburg gewinnt auswärts bei den Gunners beim FC Arsenal mit 1:0. Und das ist auch gleichzeitig der erste Pflichtspielsieg in dieser Saison für den SC Freiburg. Verdienter Erfolg. Man hätte hier nachlegen können. Aber man verpasste mal wieder wie gewohnt die Entscheidung drauf zu setzen, beziehungsweise einfach die Chancenverwertung mal richtig auszunutzen. Die Gunners waren heute nicht wirklich gut drauf, waren praktisch in der Offensive unsichtbar. Und ein solides Auswärtsspiel wird heute tatsächlich auch mal belohnt für den SC Freiburg. 3 Punkte gehen in den Schwarzwald. Warum durfte Dorsch heute nicht länger spielen? Ich will gewinnen und das Team ist immer die Nummer 1. Für jedes Spiel braucht man eine eigene Taktik. Dass Dorsch heute draußen war, heißt ja noch nicht, dass das im nächsten Spiel auch so ist. Sie konnten den Sieg heute schon vor der Pause klar machen. Sind Sie zufrieden mit dem Spielgeschehen im zweiten Durchgang? Wir haben den Sieg mit unserer Spielweise verdient. Wir haben viele Chancen rausgeholt, sodass der Sieg eigentlich noch deutlicher hätte ausfallen müssen. Sie haben gewonnen, aber nur knapp. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Unsere beste Leistung war das zwar nicht, aber wir haben den Siegtreffer gemacht und die Sache entschieden. Ich bin mit der Leistung und mit dem Ergebnis zufrieden. Thanks, that's all. Vielen Dank, bitte keine weiteren Fragen. Es ist vollbracht. Wir haben den ersten Pflichtspielsieg heimgebracht. Wir gewinnen gegen Arsenal, was jetzt meiner Meinung nach sehr überraschend war. Wir haben aber auf jeden Fall verdient gewonnen. Und wie im Interview auch schon gesagt wurde, es war nicht die beste Saisonleistung, aber der Sieg ist halt eben der Sieg. Und das sollte man nicht hinterfragen. Wir
sollten am besten jetzt nachlegen gegen Hannover 96, denn wir befinden uns in der Bundesliga ja immer noch bei 0. Und das sollte schleunigst geändert werden, egal gegen wen. Und das ist die Ausstellung für das Spiel gegen Hannover 96, das letzte in dieser Folge. Wir spielen gegen den Tabellen 18. als Tabellen 16. und beide haben noch keinen Sieg. Vielleicht ändert sich das heute, man weiß es nicht. Jedenfalls versuchen wir es mit dieser Ausstellung hier. Schwolo Tor, Günzer, Heinz, Mühl und Agu. Dann haben wir Kwon, Dorsche, Vasilialis auf der Doppel-6, Ampoba auf der linken Mittelfeldposition, Haberer hinter den Spitzen als alleiniger Zehner und Metscher wird heute von Anfang an spielen. Und dann versuchen wir es doch. Holen uns die ersten drei Punkte. Hoffentlich. Eki Haraguchi kommt in die Mitte. Ja, Remtschuk und auf der Linie schon wieder Vasiliades. Innerhalb von 2 Minuten, weniger als 2 Minuten, rettet er zweimal für den SC Freiburg. Mühl, zweiter Versuch mit Ampoma. Gegen Jung. Ampoma setzt sich durch. Mittelpass auf Haberer. Und er sieht Metscher. Kommt er zum Abschluss? Er kommt zum Abschluss. Aber der kann dann auch mal aufs Tor gehen. Von Metscher. Deutlich am Kasten vorbei. Vasiliades. Immer noch Vasiliades, der versucht es. Und Ron-Robert Zieler fängt den Ball. Nachschussversuch von Sebastian Vasiliades. Der Ball geht weit. Ampoma bekommt die Kugel. Vielleicht nochmal die letzte Chance. Nein, das war's. 0:0 zwischen Hannover 96 und dem SC Freiburg. Beide bleiben weiterhin ohne Sieg in dieser Bundesliga-Saison. Und beide sind auch weiterhin bei den offensiv schwächsten Mannschaften der Bundesliga dabei. Die Freiburger bleiben damit bei 2 Toren aus 7 Spielen. Es wird eine harte Saison für den SC Freiburg. Man machte wieder ein gutes, ordentliches Spiel. Am Ende ist trotzdem das Unentschieden, das 0:0, in Ordnung. Objektiv betrachtet ist das Spiel gegen Hannover meines Erachtens nach das schlechteste Saisonspiel bisher. Aber ja gut, das soll was heißen. Wir waren nicht wirklich gut. Hannover war es auch nicht. Es ging zwar hin und her, aber so richtig Abschlüsse gab es nicht. Am Ende geht das 0:0, denke ich, in Ordnung. Wir werden in dieser Saison in der Bundesliga auf jeden Fall es schwer haben. Und das ist das, was ich gehofft habe. Und ich hoffe, das bleibt auch erstmal so. Europa League ist eine andere Sache leider. Das hat auch ein bisschen FIFA-Bedingungen, sage ich mal. Oder hat halt eine Rolle, dass die, soweit ich das jetzt mittlerweile mitbekommen habe, die Europa League nicht so gut ist. Oder generell die europäischen Wettbewerbe halt einfacher sind als die Ligaspiele. Was ich extrem schade finde. Und was im letzten Teil, also in FIFA 19, noch anders war, meiner Meinung nach. Aber naja, so ist es halt. 4 Punkte aus 7 Spielen könnte besser sein. Vor allem von der Art und Weise, wie wir bisher gespielt haben. 7 Gegentore sind eigentlich okay nach 7 Spielen. Das heißt, pro Spieltag 1 Gegentor. Unsere Offensive, die hat unsere Probleme. Aber halt auch nur, weil wir unsere Chancen noch nicht reinmachen. Also das müsste eigentlich beides, oder was heißt beides? Es müsste auf jeden Fall mehr Tore geben. Die Gegentoranzahl ist, denke ich, okay. Aber offensiv haben wir unsere Chancen bisher nicht wirklich gut verwertet. Das muss man auch sagen. Und weit weg von Platz, weiß ich nicht, 9 oder so, sind wir nicht. Das ist maximal ein Sieg. Den werden wir schon noch holen. Wie gesagt, das ist nur eine Frage der Zeittabelle, gehe ich gleich drauf ein. Wir gucken uns nochmal an, was in der nächsten Folge auf uns wartet. Wir haben Schalke zu Hause, dann haben wir Norrköping und den ersten FC Köln auswärts. Da haben wir noch eine Rechnung mit offen, weil wir da dummerweise am letzten Spieltag 2:1 verloren haben. Ja, Schwolo mit dem Fehler, wie auch immer. Möchte ich nicht drauf ansprechen, aber dann geht's halt wieder weiter mit Schalke, dann aber Wolfsburg und wieder Norrköping. So sieht's halt in den nächsten Folgen aus. Wie gesagt, ich habe nicht unbedingt die Zeit dafür, weil ich anfangen muss halt auch gleichzeitig für 4 Klausuren zu lernen. Ich habe noch 7 Abgaben vor mir innerhalb von 5 Wochen. Das meiste ist übernächste Woche. Und ja, das wird schwierig. Das kann ich zumindest an dieser Stelle mal sagen. Wir gucken uns die Tabelle an. Leverkusen und Dortmund allein an der Spitze mit 7 Siegen aus 7 Spielen. Einfach mal perfekt an dieser Stelle. 21 Punkte. Die Bayern dahinter, genau wie Gladbach dahinter. 6 Siege, 1 Unentschieden und keine Niederlage. Die 4 Mannschaften noch ohne Niederlage an dieser Stelle. Dann haben wir Leipzig, Hoffenheim, die Hertha, Mainz, Köln, Wolfsburg, Frankfurt, Schalke auf der 12. Wieder mal nicht so ein guter Saisonstart. Augsburg auf 13, Stuttgart auf 14, da kommen wir auf der 15. Wäre eigentlich ideal, weil so hätten wir rein theoretisch, wenn man hochrechnen würde, oder was heißt hochrechnen würde, wenn man das jetzt abpfeifen würde oder beenden würde an dieser Stelle, hätten wir den Klassenerhalt geschafft. Das wäre genauso das, was ich gerne hätte. Der HSV
Hannover 96 und Union Berlin am Ende der Tabelle. Und damit war es das für diese Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Ich hoffe, ihr könnt die Hintergründe verstehen, dass ich nicht so viel raushauen kann derzeit. Wenn irgendwie Livestreams oder so sind, dann werde ich sie euch auf jeden Fall mitteilen. Und ansonsten danke, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut, haut rein und ciao.